der letzte Blick von der Blasenfluh. Und da sollte eigentlich noch ein Gipfelbuch drin sein. Das ist aber nicht vorhanden, leider. Schade. Und schaut mal, wie dieser Pilz hier um diesen Kasten herum wächst. So, jetzt geht mein Weg hier weiter. Richtung Mosek, ein bekanntes Hotel. Dann komme ich noch bei einer Ruine vorbei. Und ganz am Schluss sollte ich eigentlich die Emme erreichen. Das muss doch eine ziemlich große Fluh sein da, die Blasenfluh. Und da hier drüben macht noch jemand ein großes Feuer im Wald. Da beim Abstieg muss ich ein wenig aufpassen. Es hat sehr viele Wurzeln. Und letzte Nacht hatten wir noch Regen. Und so ist es sehr glatt, fast wie auf Eis. Da kommt jetzt gerade wieder so eine Stelle, was sehr, sehr viele Wurzeln hat. Und da gehe ich einfach langsam. Jetzt bin ich schon wieder ziemlich runtergekommen. Schon wieder viel Höhe verloren. Schön da hier. Immer noch im Wald. Aber ein schöner Weg. Außer die glatten Wurzeln. So schön, wie schon fast im Frühling, wie die Vögel da jubilieren. Heute ist der Jura so nah. Da geradeaus der Weißenstein. Und unterhalb vom Weißenstein, wo man die vielen Häuser sieht, da hier, das ist Solothurn. Da bin ich jetzt runtergekommen. Ich konnte nicht so gut Aufnahmen machen, weil es war doch ziemlich steil und zum Teil auch sehr rutschig mit sehr vielen Steinen im Weg. Und hier wird es jetzt wieder flach. Da unten sieht man schon die Straße, die auf die Mosek führt, von Biglen her. Und das da ist mein Weg. Schon fast wieder eine Autobahn im Vergleich zu oben. Wieder ein schöner Ausblick Richtung Jura. Und da hier vorne, über dem Wald, etwa hier, diese Gegend, ist noch ein Ballon. Übrigens, da hier auf der linken Seite ist die Gemeinde, wo ich früher gewohnt habe.
da vorne habe ich jetzt die große Anlage vom Hotel Mosek. Ein schöner Aussichtspunkt im Emmental. Ein toller Ausblick, den Mosek nach Langnau runter. Wieder ein ganz schöner Weg. Und da, der rechten Seite, sieht man in das Emmental runter. Da sieht man wieder Langnau ganz gut. Doch noch ziemlich groß. Und da hier unten ist die Straße, die runter an die Emme und dann Richtung Langnau führt. Das habe ich jetzt, glaube ich, auch noch nie gesehen. Dass am 31. Dezember noch Kühe weiden. Ha, noch interessant. Das Mosek hat noch ziemlich viele Häuser und alle schön restauriert und natürlich ein wunderbarer Ausblick. Lieber Uwe, lieber Stefan, wisst ihr, wo euer Feriendomizil ist? Ich kann es euch zeigen. Genau hier. Da könnt ihr übrigens auch gut schauen, wo wir gemeinsam die erste Wanderung gemacht haben. Und da noch ein Blick nach Langnau. Ich habe da eine asphaltierte Straße. Und übrigens auf dieser Seite da sieht man noch Burgdorf oder ein Teil davon, das hier. Das da drüben, das ist meine alte Heimat. Ungefähr hier. Ein bisschen noch im Tal unten bin ich aufgewachsen. Ah, man sieht sogar fast hier über diese Lücke da. Ja, das ist meine Heimat. Da unten hat es Alpakas am Weiden. Und da noch einen Blick in die schöne Bergwelt. Immer noch eine sehr schöne Aussicht nach Langnau. Und da habe ich zum Teil ein bisschen einen schmutzigen Weg. Aber es hat ja letzte Nacht noch geregnet. Und da geht es doch ziemlich steil runter. Und da ganz hinten noch die Berge. Einen Blick mal wieder auf die andere Seite Richtung Jura. Und da habe ich schon wieder einen Ausstieg. Und hier in das zerklüftete Gebiet runter. Es ist wahnsinnig, wie es da runter geht. Sie waren da oben auch im Holz.
Und doch da ziemlich Bäume gefällt. Und auch der Weg sieht da danach aus. Da muss ich wieder fast schwimmen. Zum Glück kann ich da am Rand entlang. Aber das ist ja Jammern auf sehr hohem Niveau. Bis jetzt hatte ich eine ganz, ganz schöne Wanderung. Und von da an geht es übrigens wieder runter. Schöner Moosboden. Da geht es wieder ziemlich steil runter. Da wieder aufpassen. Zum Glück nicht so weit. Jetzt habe ich doch schon wieder ziemlich an Höhe verloren. Auch Langnau verschwindet langsam. Und da hier unten, das ist die Emme. Und da hinten sieht man die Ilfis. Und die Emme kommt von da hier, von diesem Graben runter. Da sieht man jetzt gut auf Neumühle runter. Und das da hier unten, das ist Lauperswil. Diese größere Ortschaft da drüben, das ist Dranflü. Solbrück liegt hier unten hinter diesen Bäumen. Da geht jetzt der Weg doch wieder ziemlich steil runter. Da hat es Sandfelsen. Und da oben schon die erste Ruine sichtbar. Von der Ruine Wartenstein. So, jetzt geht es diese steile Treppe hoch. Und ich bin oben. Da ist noch die Geschichte von der Burg Wartenstein. Wahrscheinlich im 13. Jahrhundert gegründet. Und im Burgdorfer Krieg 1383 zerstört. Die letzten, die hier noch gewohnt haben, war die Familie von Attinghausen-Schweinsberg. Ist doch noch ein Teil übrig geblieben, aber nicht mehr so viel.
Es war natürlich hier ein sehr guter Durchgang für eine Burg zu bauen. Da unten bin ich ja durchgekommen. Man hat da irgendwie so fast ein Dach über die Ruinen gebaut. So ist sie besser geschützt von der Witterung. Aber es muss eine große Anlage gewesen sein. Ja, da vorne sehe ich noch die Zeichnung von einer Rekonstruktion, wie die Burg ausgesehen haben könnte. Ja, das ist also noch der Rest, der übrig geblieben ist. So. Jetzt fange ich wieder mit dem Abstieg an. Wieder diese Treppe runter da, wo ich hochgekommen bin. Das ist jetzt noch das Ende von diesem Burghügel. Und von da oben komme ich jetzt her. Da auch wieder so große Seitentäler. Was jetzt noch interessant, diese Nebelschwaden da. Und jetzt komme ich da in den Wald rein. Und wenn ich dann wieder aus dem Wald rauskomme, bin ich schon bald unten. Einen interessanten Pfad. Aber ich habe mir ehrlich vorgestellt, dass es steiler runtergeht. Ich habe das Tal erreicht und jetzt sollte es dann wieder hochgehen. Weil zwar nicht dieser Wanderweg noch existiert. Da musste ich auf die große Straße ausweichen, weil der Wanderweg, den ich eigentlich nehmen wollte, gibt es nicht mehr. Da bin ich jetzt am Aufstieg nach Rüderswil. Ich habe Rüderswil erreicht. Da auf diesem Friedhof liegt ein großer Teil von meiner Verwandtschaft, unter anderem auch meine Großmutter und ein paar Onkel und auch zwei Tanten. Ich gehe jetzt nicht noch rein. Da vorne die Kirche. Die werde ich heute nicht besuchen. Ich habe doch noch eine ziemlich lange Strecke, es sind immer noch 5 Kilometer und das ist mir zu weit weg noch. Das Klaus-Leuenberger-Denkmal. Er war Obmann im Bauernkrieg.
In dieser Richtung ist das Dorf, wo ich zu Hause bin. Ich mache jetzt da noch einen kleinen Umweg, dass ich nicht alles der Straße entlang nehmen muss. Oder wieder einen großen Aufstieg noch machen muss. Man könnte noch auf diesen Hügel hoch und dann oben durch. Das ist noch Rüdeswil. So, jetzt geht es in diese Richtung weiter. Das sind auch alte Bäume da. Und hier eine riesige Ebene. Und da unten fließt die Emme. Und da sieht man gut auf die andere Seite rüber. Und dahinter noch die Berge. Da drüben sieht man die Sandflühe in der Nähe von Ramsey. Wir kommen jetzt da zur Emme runter. Werde ein kleines Stück der Emme folgen und dann geht es halt noch mal ein bisschen bergauf. Auch da unten ist eine große Ebene, nicht nur oben. Da drüben ist schon die Emme. Und die Bahn ist auf der anderen Seite. Und ich gehe jetzt ein bisschen über diese Ebene und dann wieder zur Straße hoch. Der Wanderweg, der ginge eigentlich über diese Brücke. Ich gehe aber an einem anderen Ort durch. Ich gehe hier geradeaus der Emme entlang und gehe dann weiter vorne über das Feld wieder zur Straße hoch. Da hier höre ich die Emme rauschen, aber ich sehe sie nicht, ich höre sie nur. Mich da in dieser weiten Ebene unten. Da hier muss ich jetzt links abbiegen. Weil der Weg, der geradeaus geht, der hört da unten dann auf. Kommen auf diese Seite ziemlich hohe Sandflühe. Jetzt gehen wir doch da hier noch an die Emme. Sie hat momentan doch ziemlich viel Wasser. Da drüben hat es Hirsche und es ist irgendwie eine ganz merkwürdige Stimmung. Ein bisschen Nebel hier. Und ein kleines Gewässer mit viel Schilf. Übrigens, da bin ich auf keinem Wanderweg mehr. Irgendwie eine ganz spezielle Stimmung. Die Hirsche. Und ich gehe jetzt dann schon bald wieder auf die obere Fläche zurück. Also verlasse da den Emmeboden. Da drüben nochmal die Hirsche. Ich musste wieder umdrehen. Auf der Karte
ist dieser Weg noch eingezeichnet, aber da in Wirklichkeit existiert kein Weg mehr. Ich gehe jetzt halt wieder nach vorne und nehme ein bisschen eine andere Route. Dafür muss ich jetzt ein bisschen mehr der Straße entlang gehen. Aber jetzt da nochmal ein Blick Richtung Rüdeswil. Und hier gehe ich halt jetzt direkt zur Straße. Da hat es auch wieder so eine Nebelschicht. Und da unten wäre die Emme. Da vorne bei der 60-Tafel bin ich jetzt wieder in die Straße reingekommen. Und jetzt muss ich halt da alles der Straße entlang. Aber jetzt bin ich ja bald zu Hause. Noch hinter diesem Bauernhaus im Wald hinten, dort wäre ich hochgekommen. Jetzt muss ich halt das da hier alles auf der Straße gehen. Und das ist noch ziemlich eine vielbefahrene. Aber jetzt, es geht. Es ist zum Glück noch nicht ganz dunkel. Da hier unten gibt es auch so einen kleinen Nebel. Und da gegenüber wäre Ramsey. Und da vorne am Hang oben, die ersten Häuser von Lützelflü. Irgendwo da sollte der Weg hochkommen. Aber das ist auch da nicht mehr der Fall. Und da ist die Emme in einem tiefen Loch unten. Und da ist die Straße doch ziemlich kurvig. Jetzt rüber. Und da ist sogar noch ein kleines Brünnli. Und irgendein Abfallsack. Gehört auch nicht dahin. Auch da ist die Straße in die Sandflur reingebaut worden. Da doch eine ziemlich hohe. Ich bin schon bald zu Hause. Das auf der rechten Seite ist Lützelflü und auf der linken Seite ist Goldbach, da wo ich wohne. Ich habe es also schon bald geschafft. Ich danke euch, dass ihr mich heute begleitet habt auf diese schönen Wanderung. Jetzt am Schluss war es nicht so schön. Ich hatte jetzt doch sehr viel Asphalt. Aber im Ganzen gesehen war es eine sehr, sehr schöne Wanderung. Ich habe jetzt noch einen kleinen Abstecher da gemacht. Gehe jetzt noch auf diesem Weg darunter. Ist ein bisschen weiter, aber das macht ja auch nichts. Dafür habe ich jetzt da keine große Straße. Das da ist das Freibad von Lützelflü. Und da vorne kommt noch die Kirche zum Vorschein. Und da hier drüben ist noch ein kleines Industriegebiet, die Hafermühle. Und dort ist auch der Bahnhof. Und fast gegenüber vom Bahnhof ist mein Zuhause. Da ist noch die Weihnachtsbeleuchtung oben.
ich bin jetzt da im Dorf von Lützelflü. Fast schon am Ziel angelangt. Da vorne, das hohe Gebäude, das ist vom Bahnhof. Ich habe jetzt also mein Ziel erreicht. Es sind jetzt gut 3 Kilometer mehr geworden, zum etwas über 23 Kilometer. Weil ich mich ja ein bisschen verlaufen habe, oder ja, ich kann nicht sagen verlaufen. Der Weg hört einfach auf, dort wo er noch in der Karte eingezeichnet war. Und da zum Abschluss noch die kleine Werkbahn. Die wird, glaube ich, nicht mehr gebraucht, aber ist hier noch so ausgestellt.